erste Wahl, wenn es ums Thema Wohnraumprojektion geht, da wo man also wirklich einen hellen Projektor braucht. Beamer im Wohnzimmer werden immer populärer, aber nur die wenigsten erfüllen diese hohen Ansprüche und sind wirklich hell genug und dabei auch flüsterleise und gleichzeitig noch mit einer Top-Bildqualität. Heute stelle ich euch zwei Geräte vor, die das durchaus alles können, und zwar die neuen Optoma UHZ 4000 und UHZ 2000. Herzlich willkommen bei Heimkinoraum, eurem Fachhändler für Home-Entertainment-Lösungen, die begeistern. Ja, diese beiden Projektoren, der Optoma UHZ 2000 und 4000, das ist eigentlich so die erste Wahl, wenn es ums Thema Wohnraumprojektion geht, da wo man also wirklich einen hellen Projektor braucht, der viel, viel leisten soll, der am Abend eine tolle Bildqualität liefert, aber eben auch einen Betrieb am Nachmittag bei Tageslicht sogar ermöglichen kann. Auf der einen Seite haben wir den preiswerten Allrounder, den UHZ 2000, der ist brandneu und der liefert 3400 Ansilumen. Das ist also richtig viel Licht. Und das Ganze bei einer ultra kompakten Bauform. Mit einer E-Shift-Technologie leistet er hier die volle 4K-Auflösung. Tja, und er ist ein Gerät, das mit einer Laser-Engine funktioniert. Das heißt, hier gibt es auch keinen Lampenwechsel mehr, wie man das von konventionellen Projektoren kennt. Die Haltbarkeit ist also hier genauso wie bei einem herkömmlichen Fernseher auch. Auf der anderen Seite haben wir die Bildmaschine, den Optoma UHZ 4000. Den gibt es ja mittlerweile schon ungefähr ein Jahr, glaube ich. Und nach wie vor ein absoluter Referenzprojektor. 5500 Ansilumen, also unglaublich viel Licht, um auch am helllichten Tag was sehen zu können. Gleichzeitig aber auch eben in der Lage, um am Abend richtig schöne, kontrastreiche Bilder darzustellen mit tollen tiefen Schwarzwerten und brillanten Farben. Er hat hier eine Besonderheit, dass das E-Shift, mit dem er die 4K-Auflösung erzeugt, die doppelte Auflösung hat, wie bei so gut wie allen anderen DLP-Projektoren, die mit einem E-Shift arbeiten. Der muss also nur einmal shiften und das bringt viele Vorteile in puncto Bildschärfe. Das werden wir dann später im weiteren Verlauf auch noch im Bildtest sehen. Beide Geräte kommen in Weiß daher. Der UHZ 2000, der hat hier so eine besondere geriffelte Oberfläche. Das sieht also sehr elegant aus, hat eine dezentrale Optik, die hier an der Seite ist. Rückseitig finden wir die Anschlüsse, ist also hier auch mit allen gängigen Anschlüssen ausgestattet. Natürlich im Eingangsbereich voll 4K-fähig, was die HDMI-Ports betrifft. Der UHZ 4000, der ist ein bisschen größer. Gehört immer noch zu den kompakteren Geräten, gerade wenn man bedenkt, wie lichtstark er ist. Aber es ist doch ein Unterschied gegenüber dem UHZ 4000. Also größeres Gehäuse, ebenfalls in Weiß, hier Hochglanz lackiert. Beide Geräte eignen sich für die Tischprojektion, aber eben auch für die Deckeninstallation. In dem Fall wird der Projektor umgedreht, schaut mit der schönen Seite nach unten und mittels eines Deckenhalters kommt er dann an die Decke. Und hier empfehlen wir als Deckenhalter ganz klar den Armstrong Professional, der hat nämlich einen tollen Schnellspannmechanismus. Da kann man den Projektor schnell einhängen und kann ihn dann wirklich mit so Rändelschrauben ganz exakt auf die Leinwand ausjustieren. Unterschiede gibt es in der Installation, denn die beiden haben ganz unterschiedliche Optiken. Der UHZ 2000, der hat hier ein bisschen weniger Flexibilität und ist eher weitwinklig ausgerichtet. Das ist natürlich vorteilhaft, wenn ihr kleinere Räume habt und ihr wollt näher an die Leinwand ran, aber trotzdem noch ein sehr großes Bild ausfüllen, dann ist das die Wahl. Wenn ihr aber mehr Flexibilität braucht und müsst vielleicht deutlich weiter weg, ihr habt vielleicht ein langes Wohnzimmer oder ein großes Wohnzimmer, seid 5, 6, 7 Meter weit entfernt von der Leinwand, dann bietet der UHZ 4000 sehr viel mehr Möglichkeiten, das Bild noch kleiner zu machen. Bildbreitenrechner gibt es wie immer auf unserer Website unter unten stehenden Links. Da könnt ihr einfach eure Raumdaten eingeben und seht dann ganz genau, welche Leinwandgrößen ihr fahren könnt, beziehungsweise wie weit der Projektor entfernt sein muss für eure Leinwandgröße. Kommen wir zur Betriebslautstärke. Ein ganz wichtiger Punkt, so ein Heimkinoprojektor, der hängt ja meistens dann über einem an der Decke. Und je heller ein Projektor ist, desto lauter ist er oder sollte er sein.
Bei diesen beiden Kandidaten kann ich sagen, dass das nicht zutrifft. Der UHZ 4000, der hat eine Dezibelangabe von 29 Dezibel. Und das ist wirklich nicht laut und schon gar nicht laut, wenn man sieht, dass der ja 5500 Lumen hat. Also das ist im hellsten Modus durchaus hörbar. Also wenn wir den auf volle Pulle hell stellen, da kann man den schon wahrnehmen, da kann man den gut hören. Es ist jetzt aber nicht so, dass man sagt, das ist jetzt ein lauter Beamer. Wenn man den aber abends dann in den leisen Modus stellt, also in den Kinomodus, ja, dann wird ja auch die Helligkeit gedrosselt, weil die brauchen wir ja nachts nicht mehr, die wollen wir sogar gar nicht haben. Kommen wir dann später noch dazu. Und dann wird er halt deutlich leiser. Und dann ist es eigentlich so, wie ich mir das vorstelle. Beim kleinen Bruder, beim UHZ 2000, da haben wir sogar eine Werksangabe von unter 25 Dezibel. Hier kann ich sagen, im hellen Modus ist der schon ja, ein Hauch lauter als der UHZ 4000 im niedrigen Modus. Und das ist eine Überraschung, denn der ist ja so kompakt, der ist flüsterleise. Und wenn wir den dann in den Kinomodus stellen, am Abend, wo wir dann einen Film anschauen, dann ist der so leise, dass man den kaum noch hört. Also das ist echt ein Highlight, wenn man überlegt, wie hell dieser kompakte Projektor doch ist. Und dann ist er noch so leise. Das ist wirklich eine große Überraschung. Wir testen das Bild heute hier in diesem Wohnzimmer. Das ist also ein heller Wohnraum, lichtdurchflutet, mit einer 3 Meter breiten Motorleinwand. Das ist eine VNX Black Horizon Bright TV. Ich empfehle auch unbedingt, wenn ihr so ein Heimkino in einem Wohnraum betreiben wollt, wo eure Wände hell sind, wo einfach eine helle Wohnraumatmosphäre herrscht, nehmt unbedingt so eine Hochkontrastleinwand, wenn ihr euch dafür genauer interessiert. Unten in der Videobeschreibung gibt es nochmal einen Link über Hochkontrastleinwände, dann könnt ihr da auch gerne in ein anderes Video reinschauen. Und wichtig auch, so ein Beamer muss natürlich immer sauber eingestellt sein, sauber kalibriert sein. Wenn ihr so ein Gerät bei uns kauft, gibt es immer die Heimkinoraum Edition mit dazu in dieser Klasse der Projektoren. Das heißt, wir checken den Beamer für euch komplett durch, bevor wir den ausliefern und stellen ihn sauber ein. Und dann habt ihr wirklich einen Modus für am Tag vielleicht Sport schauen, ein Modus für am Abend einen Film anschauen, einen Gaming-Modus, einen 3D-Modus, denn 3D können die Projektoren ja beide auch, etc. etc. Also das ist alles für euch schon komplett eingestellt und genau mit diesen Einstellungen sehen wir uns jetzt auch das Bild. Kommen wir zum Wichtigsten, der Bildqualität. Und wir fangen an hier in einem sehr hellen Wohnzimmer auf einer sage und schreibe 3 Meter breiten Leinwand. Und hier sehen wir uns zunächst mal den UHZ 4000 an. Der ist mit seinen 5500 Lumen so brachial hell, dass man wirklich am Nachmittag selbst bei Sonnenschein noch was erkennen kann. Ja. Auch wenn man vielleicht sich hier sicher keinen Spielfilm anschauen möchte am helllichten Tag, aber ich sag mal für eine kleine Doku oder wenn die Kids mal was schauen oder Nachrichten, reicht das durchaus aus. Man muss also nicht im Dunkeln sitzen. Sehr viel besser wird es dann am Abend mit Kunstlicht. Also ich kann hier super eine Lampe anmachen. Gut, wir haben es jetzt hier ein bisschen übertrieben und haben diese große, super helle Stehleuchte, die direkt an der Leinwand steht. Aber man sieht, selbst hier funktioniert das noch ziemlich gut. Kunstlicht im Raum ist also überhaupt kein Problem für den UHZ 4000. Und richtig spannend wird es dann natürlich, wenn wir das Licht ausmachen und wir schauen uns dann am Abend einen Film an. Hier ein bisschen Referenzmaterial, mit dem wir immer vergleichen, zum Beispiel Faces hier von Katie und Jakob Schwarz. Man sieht hier ganz toll, was wir in dem Kinomodus für eine unglaubliche Schärfe haben. Also hier werden feinste Details rausgearbeitet. Wir haben absolut brillante und akkurate natürliche Farben. Das sieht so klasse aus und wir haben durch die Leuchtkraft einfach so viel Punch und Dynamik im Bild und so viel Kontrast. Also das ist ein Bild, wie ich mir das vorstelle, wie ich mir das wünsche, auch für mein Heimkino zu Hause. Also das macht richtig Spaß. Jetzt muss man wissen, der UHZ 4000, der hat nicht nur den großen Bildprozessor drin, sondern weil der den großen Bildprozessor hat, braucht er natürlich in der Signalverarbeitung muss er mit der doppelten Bandbreite zurechtkommen. Wir haben also doppelte Full-HD-Auflösung. Doppelte Bandbreite im Vergleich zu den meisten anderen DLP-Projektoren. Das heißt, er hat einen eigenen Chip für diese ganze
Pure Engine heißt es bei Optoma. Da ist dann die Zwischenbildberechnung drin, da ist die intelligente Schärfekorrektur drin, da ist auch eine dynamische Farbanpassung drin. Das sind also alles Bildverbesserer, die in dem Fall hier extrem gut gemacht sind und dank dieses extra Bildprozessors, der hier mit verbaut ist, auf einem ganz anderen Niveau ist, als man das typischerweise von einem DLP-Gerät kennt. Und das sieht man eben hier bei dem UHZ 4000 auch. Bewegungen werden absolut flüssig und wirklich weitgehend fehlerfrei dargestellt. Wir haben also eine grandiose Zwischenbildberechnung. Das Bild bleibt flüssig und gestochen scharf. Wir haben eine tolle Farbwiedergabe. Es ist wirklich ein klasse, klasse Teil. Sehen wir uns das jetzt mal mit dem UHZ 2000 an. 3400 Lumen, das ist also ordentlich und man sieht hier auch am helllichten Tag, ja, man kann noch was erkennen, aber klar, hier sieht man schon den Unterschied zu dem großen Bruder, zum UHZ 4000. Also da kommt er nicht ganz ran. Anders sieht es wieder aus mit Kunstlicht. Also hier haben wir schon tolle Ergebnisse, das heißt, wenn wir jetzt nicht komplettes Tageslicht drin haben, vielleicht leicht abschatten können, dann funktioniert das hier schon ziemlich gut. Man muss also mit diesem Projektor definitiv nicht im Dunkeln sitzen und kann auch wunderbar mit Licht hier gut noch was erkennen. Sobald es dunkel wird, klar, haben wir auch hier wirklich ein herausragendes Bild. 4K-Auflösung mittels E-Shift. Ja, man sieht einen kleinen Unterschied in der Schärfe. Also der UHZ 4000, der war tatsächlich noch einen Hauch schärfer, aber wir sind hier schon ziemlich nah dran. Und das macht richtig Spaß. Wir haben einen guten Schwarzwert. Wir haben ein brillantes, dynamisches, kontrastreiches Bild. Das ist nicht ganz auf dem Niveau wie beim UHZ 4000. Das ist auch diesem extra Prozessor geschuldet. Das heißt, die Zwischenbildberechnung, die hier auch ziemlich gut funktioniert, die ist nur etwa, ich würde mal sagen, so bei 80-85% auf dem, wie es beim UHZ 4000 war. Und auch natürlich der Punch und die Dynamik ist leicht abgeschwächt. Nichtsdestotrotz ist das ein überragendes Ergebnis, wenn man sieht, dass wir ja hier in der Preisklasse sogar unterhalb von 3000 Euro sind. Also das macht richtig Spaß. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, das schafft eigentlich kein anderes Gerät in dieser Preisklasse. Für alle Gamer vielleicht noch interessant zu wissen, beide Geräte eignen sich eigentlich super auch zum Zocken. Der UHZ 4000 hat einen Input-Lag von etwa 38 Millisekunden. Das dürfte dem enthusiastischen Gamer vielleicht nicht ganz reichen. Da ist der UHZ 2000 tatsächlich die erste Wahl, denn der schafft bei Full-HD-Auflösung mit 120 Hertz nämlich ein Input-Lag von sage und schreibe 8,6 Millisekunden. Und das ist auch wirklich ein ganz toller Wert für Projektoren. Wer also die Bildmaschine sucht, die diesen Spagat schafft zwischen ultrahell, wo man auch am Nachmittag richtig was sehen kann, aber eben auch am Abend mit einer perfekten Bildqualität, ja, der ist mit dem UHZ 4000 sicher bestens bedient. Mit dem eigenen Bildprozessor schafft er wirklich eine tolle Zwischenbildberechnung mit flüssigen Bewegungen, mit dem großen Bildchip auch eine grandiose Schärfe, um die 4K-Auflösung auf die große Leinwand zu bringen. Dann als preiswerte Alternative eben den UHZ 2000, der zwar ein bisschen dunkler ist, aber dem UHZ 4000 schon dicht auf den Fersen. Mit der Möglichkeit, auf kürzere Distanz noch größere Bilder zu erzeugen und dem Fokus noch ein bisschen mehr aufs Gaming. Beide Projektoren könnt ihr natürlich bei uns live im Heimkinoraum in eurer Nähe erleben. Vereinbart dazu gerne hier unten, unter unten stehendem Link, einen Termin. Und dann nehmen wir uns gerne die Zeit und finden auch für euren Raum und euer Budget die perfekte Lösung. Und dann könnt ihr auch wirklich die Geräte mal live ausprobieren. Am Tag mit Kunstlicht, am Abend bzw. abgedunkelt und dann eben genau mit dem Content, wie ihr das auch sehen möchtet. Alternativ, ruft uns auch gerne an. Wir stehen euch mit Rat und Tat zur Seite und nutzt auch gerne unseren Online-Shop. An der Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht es gut. Ciao, Servus und auf Wiedersehen.